Hallo zusammen! Das hier ist das erste Video, das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Videovlog mache. Ein Videoblog. Merkt, ich habe mich auch noch gar nicht so groß damit auseinandergesetzt, aber ich will einfach die Chance mal nutzen, euch ein bisschen was zu meinen Songs, die jetzt veröffentlicht werden, so ein bisschen Hintergrundwissen zu verschaffen, ein bisschen mehr zu dem Song selber zu erzählen und einfach euch zu zeigen, was steckt so dahinter, wenn man als selbstständiger Künstler versucht, eigene Musik zu machen und die auch irgendwie zu veröffentlichen und überhaupt zu euch zu bringen, was da alles so dahinter steckt. Und das Ganze möchte ich in diesem Videotagebuch euch jetzt erzählen. Manche von euch verfolgen vielleicht schon länger, was ich so mache und haben auch gesehen, dass ich schon den einen oder anderen Versuch gestartet habe, ein Debütalbum rauszubringen. Aber da gehört einfach extrem viel dazu und ja, hat noch nicht so ganz geklappt bisher, aber jetzt bin ich zuversichtlich. 2021 soll es dann auch soweit sein. Und ich habe mir vorgenommen, Single für Single rauszubringen. Einfach aus dem Grund, dass es auch schwierig ist, erstmal so ein ganzes Album finanziell auf einmal zu stemmen. Und man jetzt so einfach immer guckt, wie dieses Gesamtprojekt wächst. Und man natürlich auch in diesen Zeiträumen, die man dazwischen immer Zeit hat, auch weiterarbeiten kann. Und so vielleicht noch ein anderer Song den Weg aufs Album findet. Genau. Und auf jeden Fall kommt jetzt am Freitag mein erster Song, meine erste Single für das Album. Und der Song heißt Bad Boys. Bad Boys war irgendwie einer der wenigen Songs, bei denen ich erst sogar was Musikalisches hatte. Das heißt, ich habe saß schon sehr, sehr lange hier im Proberaum. Übrigens, wir sind gerade hier im Proberaum bei mir. Genau, und habe an einem Instrumental gebastelt. Hatte irgendwie so eine Melodie im Kopf, aber noch gar keinen Text. Das ist irgendwie ganz selten bei mir, weil eigentlich verbinde ich immer den Text und die Musik direkt von Anfang an. Bei Bad Boys war das nicht so. Und der Text, die Textidee kam mir dann, als ich gerade in Berlin unterwegs war. Da saß ich in einem Café und habe ein bisschen Menschen beobachtet. Klingt immer strange, aber würde ich mal sagen, ist 80% von meiner Beschäftigung als Songwriter. Genau, habe ein bisschen die Leute beobachtet. Und gerade in Berlin ist halt nochmal auffälliger, wie oberflächlich auch teilweise eben so Gespräche oder Treffen aufeinander sind. Jeder will irgendwie den anderen überschatten und will auffallen. Und das Ganze habe ich irgendwie auch in diesen Song bezogen. Der handelt nämlich eigentlich hauptsächlich von einer Art, eigentlich eine Art Liebesbeziehung, die man als Außenstehender beobachtet und man sich selber sagt, ich werde auch so viel besser dafür geeignet. Und man sich fragt, warum die andere Person auf solche Idioten abgeht. Genau. Und das habe ich dann in diesem Café geschrieben. Und da kam eben diese Idee mit den Bad Boys. Und dann hat sich das irgendwie so zusammengefügt. Dann habe ich sehr, sehr oft hier auch wieder Zeit im Proberaum verbracht. Habe eine erste Demo aufgenommen. Können wir auch gleich mal reinhören. Die erste Demo, die hat nämlich so geklungen. Ich will dich fragen, was muss ich tun, dass ich dir gefallen? Ich sehe nur Vollidioten überall, doch sie steht auf Bad Boys. Bad Boys. Ja, und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, okay, wie geht's weiter? Mit wem setze ich mich zusammen? Mit wem gehe ich ins Studio? Wer soll das Ganze produzieren? Und da habe ich jetzt einfach auch für mich entschieden, für dieses Album, ich möchte es mit den Leuten machen, die ich kenne, mit denen ich irgendwie schon mal was gemacht habe, wo ich weiß, die machen irgendwie einen guten Job und einfach, denen kann ich vertrauen. Ich glaube nicht, das ist das Allerwichtigste in der Musik. Einfach dieses gute Gefühl zu haben, hey, mit denen kann ich mich zusammensetzen und wir schauen. Am Ende hat jeder das Bedürfnis, einfach das Beste rauszuholen. Und das war für mich der Högi von Underpeer, mit dem ich auch meine Musikvideos immer mache. Dann habe ich diesmal auch noch den Dani, meinen Bassisten, mit ins Boot geholt. Andere kennen ihn als Herdplatten Herbert. Shoutout. genau, aber auch aus dem Grund, ich wollte eigentlich am liebsten, hätte ich meine ganze Band mit reingenommen. Das Schwierige ist aber, wir funktionieren super gut auf der Bühne zusammen und ich liebe meine Band und ich würde sie am liebsten alle auch mitnehmen und ins Studio. Aber manchmal ist es dann auch schwierig am Ende, dass wirklich alle glücklich sind. Man hat sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, viele unterschiedliche Stile. Und da auf den Punkt zu kommen und am Ende natürlich auch irgendwie zu gucken, dass auch alle finanziell einigermaßen gut wegkommen oder irgendwie, ja, irgendwie davon leben können, ist einfach schwierig. Und ich habe diesmal dann das Projekt gestartet, wir machen das zu dritt, beziehungsweise also die Produktion zu dritt. Und wir probieren was Neues aus. Wir fahren in den Schwarzwald, haben uns dort von einem Freund
danke lieber Matthias, danke liebe Familie Heger, hatten da die Möglichkeit quasi in einem Haus, im Nichts, nur Kühe als Zuschauer aufzunehmen. Genau, und dann sind wir da hingefahren. Wir hatten noch einen zweiten Song dabei, aber da gibt es mal ein anderes Video, das wird nämlich die zweite Single. Aber dann sind wir auf jeden Fall in den Schwarzwald gefahren und haben den Song aufgenommen. Okay, was tut Spaß gerade? Ein kleiner Downshifter, der Hand hast. Ja, was, ein Ground? Ein Downshifter. Sowas. Wer benutzt sowas auf? Wer benutzt sowas? Das machen wir jetzt, Toni. Alter, was ist denn kaputt bei dir? Also, ich würde mal sagen. Und der letzte Schritt war dann das Mischen. Da haben wir es dem lieben Mario geschickt. Der hat sich da hingehockt und hat gleich einen ziemlich coolen Mix rausgehauen. Und ja, das Endprodukt gibt es dann am Freitag zu hören. Es gab auch noch ein Videodreh dazu. Dazu noch ein extra Video. Ich hoffe, das passt so für euch. Ich erzähle einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, das gefällt euch so. Vielleicht wird es irgendwann auch mal noch professioneller. Ich arbeite auf jeden Fall dran, aber ich glaube, das Hauptziel soll immer die Musik bleiben. Genau. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Freitag kommt das Video. Nee, Freitag kommt der Song. Sonntag kommt das Video. Und davor gibt es noch ein bisschen mehr Hintergründe zum Video. Also, bis bald. Ciao.